Junger Mann, brauchen Sie noch eine Beifahrerin für Ihren Wagen? Ich habe Sie draußen gerade in Ihrem schicken schwarzen Flitzer gesehen. Ich würde so gern mit Ihnen über die Autobahn flitzen. Sehr gern. Ich nehme Sie gern mal mit. Ach, lieber nicht. Wer weiß, ob mein altes Herz das noch mitmacht. Ach. Da bleibe ich lieber bei meinem Krankenkassenschlitten. Wobei, so alt wie Elfriede bin ich ja, weiß Gott, noch lange nicht. Gegen die bin ich ja noch ein Teenager. 91 ist wirklich ein stolzes Alter. Aber der Name von Dönsen, das sagt mir auch was. Das ist eine traditionsreiche Familie, oder? Alter Seefahreradel, oder? Ja, und so benimmt sie sich auch oft genug. Ganz schön eingebildet, wenn Sie mich fragen. Aber jetzt muss ich los. Elli hat zu ihrem Geburtstag eine Torte gestiftet. Und wenn ich mich nicht beeile, bekomme ich nichts mehr ab. Aber warten Sie, vielleicht könnten Sie mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Valeska von Leirach. Die besucht wohl hier gerade ihre Mutter. Valeska, natürlich, die ist so ein Schatz. Jeden Tag kümmert sie sich um ihre Mutter. Und wo kann ich sie jetzt finden? Die werden Sie heute nicht sprechen können. Die ist mit ihrer Mutter zur Physiotherapie. Vielleicht doch ein Tässchen Kaffee und Torte? Nein, danke. Also, wenn Sie im Gegensatz zu Ihnen, muss ich ein bisschen auf meine Linie achten. Aber gehen Sie mal nicht, dass die ganze Torte weg ist. Und lassen Sie sich schmecken.